Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich habe gerade, hoppala, gerade gesehen, dass hier eine Nachricht drin war. Was haben wir denn hier? Baut euren eigenen Dreamlight Park. Feiert die Magie der Disney Parks mit dem neuesten Sternenpfad. Achso, es ist wieder eine Werbung für den Sternenpfad. Okay. Schade, schade. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Wichtiges dabei. Sprich im Reich des Königs der Löwen mit Simba. Das wollen wir heute machen, damit wir damit der Story weitermachen können. Und ich habe ausnahmsweise mal sehr schönes Wetter mitgebracht. Ich habe ja sonst immer das Pech, dass ich ja nur abends aufnehmen kann. Im Moment kann ich abends aber nicht aufnehmen, weil wir da noch an ein Gemeinschaftsobjekt dran sind. Also eine gemeinschaftliche Aufnahme mit Kunden. Das machen wir dann immer abends in der Regel. Deswegen kann ich jetzt nur tagsüber aufnehmen. Also ist jetzt alles ein bisschen verworren heute mit der Zeit. Hey, hallo. Hallo, Gameplayerin. Nala hat mir gesagt, dass dich etwas beunruhigt. Oh ja, ich schätze mal, das ist es. Alles, was mit den Hyänen passiert und ist nun... Es hat viele Erinnerungen wachgerufen und jetzt fühle ich mich ein wenig verloren. Mein Freund Rafiki schlägt mir gerne mit seinem Gehstock auf den Kopf, wenn ich so bin. Nur um mich zur Vernunft zu bringen. Ich wünschte, er wäre jetzt hier, um das zu tun. Soll ich dir auf den Kopf hauen? ich bin ein guter Zuhörer, weißt du? Soll ich dir stattdessen auf den Kopf hauen? Ich frage das jetzt mal. Nein, das ist schon okay. Das ist eine Sache zwischen mir und Rafiki. Aber ich weiß, deine Hilfe zu schätzen. Ich muss immer an meinen Vater, Mufasa, denken. Aha. Er ist ziemlich neu für mich, König zu sein. Na, komm, also du hast jetzt schon ein paar Filme hinter dir hier. Immer gibt es viele Entscheidungen und es steht so viel auf dem Spiel. Ich wünschte, mein Vater wäre hier, um mir zu helfen und mir Ratschläge zu geben. Vielleicht kann ich dir stattdessen einen Rat geben. Ich bin ein großartiger Ratgeber. Es tut mir leid, Simba. Er hat mir mal erzählt, etwas über... Hey, warum zeige ich es dir nicht einfach? Folge mir. Danke. Okay. Tiefer in den Dschungel. Dann lauf doch mal. Och, jetzt komme ich hier. Das ist der ideale Ort, um hängen zu bleiben, ehrlich. Wobei, sonst bin ich immer nur vorne an diesen komischen Ananas-Ding da hängen geblieben. Und nun? Da geht's noch weiter. Nee, da waren wir auch schon. Die Steppe. Hallo? Hallo? Ich möchte mit dir reden. Jetzt. Hey, schön dich zu sehen. Als ich jung war, erzählte mir mein Vater, dass die großen Könige der Vergangenheit von den Sternen auf uns herabschauen. Ich glaube daran, Sterne haben etwas Magisches an sich. Wenn ich zu ihnen aufschaue, weiß ich, dass mein Vater recht hatte. Es ist schön zu denken, dass die vor uns da waren, immer da oben sind und uns leiten. Wenn ich sie nur sehen könnte, wüsste ich, was zu tun ist. Ich kann sie aber nicht sehen. Sie selbst. Es sind zu viele Wolken da. Seit ein paar Nächten kann ich die Sterne nicht mehr sehen. Jedes Mal, wenn ich zu ihnen hinaufschaue, ist es bewölkt. Moment, wie lange geht das denn schon so? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, kann ich mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal die Sterne gesehen habe. Komm doch einfach zu uns, Simba. Wir haben ganz viele Sternenbilder bei uns. Das ist wirklich merkwürdig. Ich frage mich, ob hier etwas Magisches vor sich geht. Hm? Wie meinst du das? Keine Sorge, das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären. Aber ich glaube, ich kenne jemanden, der vielleicht helfen kann. Ich werde mit Merlin reden und sehen, ob er weiß, was hier los ist. Bis bald. Ja, bis bald. Kein Danke, kein Wir sehen uns dann wieder. Viel Glück oder so. Einfach nur bis bald. Okay, dann hoffen wir mal, dass Merlin zu Hause ist. Schauen wir erstmal. Dumm, 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 dumm. Ja, achso, ich kann ja auch hinporten. Ich bin ja auch doof. Bevor ich jetzt hier irre lange rumlaufe. Merlin, nicht abhauen. Ich möchte meine Quest mit dir machen. Da bist du ja. Hm,
Ich habe das seltsame Gefühl, dass du über ein weiteres magisches Geheimnis gestolpert bist, Blämkehren. Und wenn man bedenkt, wo du gewesen bist, vermute ich, dass es mit Löwen zu tun hat. Woher weiß der das denn jetzt schon wieder? Nun, liege ich mit meiner Vermutung richtig? Du hast recht. Ja, du hast recht. Aha, erzähle mir mehr. Ich ging durch die Tür im Schloss und fand mich in einem neuen Reich wieder, irgendwo in einem Dschungel. Ich habe Simba dort getroffen, aber er wird nicht ins Dreamlight Valley zurückkehren, es sei denn, ich helfe ihm, die Sterne zu sehen. Er möchte sich von den großen Königen der Vergangenheit beraten lassen. Das dürfte nicht allzu schwierig sein. Es gibt fast nichts, was so beständig ist wie die Sterne. Warte einfach, bis es Nacht wird und siehe dann, naja, nach oben. Genau das ist das Problem. Simba kann sich nicht einmal daran erinnern, wann er das letzte Mal die Sterne gesehen hat. Es ist immer bewölkt. Ich glaube, dass etwas Seltsames vor sich geht. Möglicherweise etwas Magisches? Das ist ein bisschen seltsam, aber ich vermute, ich habe eine Erklärung dafür. Die Reiche, die du besuchst, sind Welten, die die Dorfbewohner erschaffen haben, als sie aus dem Dreamlight Valley fliehen mussten. Es ist, als würde man von einem Ort träumen, an dem man vor langer Zeit einmal gewesen war. Die Reiche sind mit ihren Erinnerungen und Gefühlen verbunden. Es ist möglich, dass der Himmel in Simbas Reich gerade deshalb getrübt ist, weil seine Erinnerungen an seinen Vater von Ungewissheit geprägt sind. Wie kann ich ihm also helfen? Simba wird magische Hilfe brauchen. Und Hilfe bei seinen Problemen. Du musst zunächst einen Gegenstand erschaffen, um den Zauber zu kanalisieren. Etwas, das für Simba eine Bedeutung hat. Aber was für ein Gegenstand könnte für einen Löwen von Bedeutung sein? Etwas aus seiner Vergangenheit? Ja, genau. Warte, ich hab's. Simba erwähnte, dass ihm jemand mit einem Gehstock auf den Kopf schlug, um ihn zur Vernunft zu bringen. Das klingt genau nach dem, was du brauchen wirst. Allein der Anblick könnte schon ausreichen. Als nächstes musst du ihn mit gereinigten Nachtscherben veredeln. Wenn du das getan hast, such den Punkt im Dschungel, der dem Himmel am nächsten ist, richte den Gehstock auf den Wolken und befehle ihnen, sich zu teilen. Aber sei vorsichtig, das ist gefährliche Magie. Du wirst die Realität im Reich verändern. Es wird sich lohnen, Simba zu helfen. Danke, sehr freundlich von dir. So, sammle die folgenden Materialien. Gereinigte Nachtscherben. Wieso habe ich keine gereinigten Nachtscherben? Weil man die, glaube ich, herstellen musste, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber ich brauche doch eigentlich noch den Gehstock. Das irritiert mich gerade ein bisschen, weil den Gehstock haben wir ja nicht. Gereinigte Nachtscherben hier. Ja, ja, genau, die musste man herstellen. Halt, jetzt habe ich es gesehen. Stopp, wo war's? Ach, ich muss den herstellen damit. Ach so, ich dachte, ich soll ihn da quasi mit, ja, reinigen, keine Ahnung. Kehre zurück in das Reich des Löwen. Ach so, Moment, das können wir doch eigentlich auch. Ich bin ja auch wieder so clever heute. Zack, so geht's doch viel schneller. So. So. Was war denn das? Ich dachte gerade, hinter mir kommt einer. Die Hyänen sind zurück im geweihten Land. Nein, hallo, lauf. Ich schätze, er ist noch hinten irgendwo im Dschungel. Das ist auch ein etwas höherer Punkt als hier. So. Simba! Ja, er ist noch da. Sehr schön. Simba, ich habe die Lösung. Hey, hallo. Ich muss dir etwas zeigen, Simba. Hier. Hä? Das sieht genauso aus wie Rafikis Gehstock. Du haust mir doch nicht gleich damit auf den Kopf, oder? Wenn er das möchte. wir brauchen ihn für einen Zauber. Oh. Ein Zauber? Merlin sagte mir, dass ich für diesen Zauber zuerst etwas finden muss, das dich an die Vergangenheit erinnert. Nun, das funktioniert definitiv. Wenn ich das Ding nur sehe, muss ich an all die Dinge denken, die Rafiki mir erzählt hat. Dann ist es wohl Zeit für den nächsten Teil der Verzauberung. Bleib zurück. Das wird eine Menge Traumlichtmagie benötigen, um zu wirken. Merlin sagt, es könnte gefährlich sein. Ich glaube nicht, dass wir das ein zweites Mal versuchen können, wenn es schief geht.
Bis bald. Genau, bis bald. Geh mal einfach zur Seite. Auf dem Steinhügel. Moment, welchen Steinhügel? 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 Ich bin verwirrt. Platziere den Gehstock auf dem Steinhügel. Oder war da jetzt ein großer Stein? Weil er sollte ja eigentlich zurückbleiben, deswegen. Nee, ne? Ich sehe doch hier die ganze Zeit interagieren. Ah! Also doch hier. Hallo? Geh doch mal da rein. Ach, das soll ein Steinhügel. Oh Gott, nein, oder? Das ist doch kein Steinhügel. Schön, dass du da bist. Gameplayerin, ich glaube, es tut sich etwas. Ich spüre, wie der Wind erfrischt. Ha, es hat geklappt. Der Himmel ist klar. Sieh dir all diese Sterne an. Du musst mir den Stock leihen. Er könnte wirklich helfen, damit das Wetter sonnig ist, wenn wir Gazellen jagen. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Außerdem hat mich die ganze Magie ziemlich mitgenommen. Ich will das nicht noch einmal versuchen. Danke, dass du es überhaupt gemacht hast. Wenn ich mir diese Sterne ansehe, fühle ich mich den großen Königen der Vergangenheit schon näher. Und? Geben sie dir eine Anleitung? Lustig, jetzt wo du es erwähnst, ich erinnere mich gerade an etwas, was mein Vater mir immer darüber sagte, wie man ein guter Anführer ist. Er sagte, dass gute Anführer ihr Reich besser hinterlassen, als es zu Beginn ihrer Herrschaft war. Es klingt, als wäre dein Vater sehr weise gewesen. Das Königreich besser hinterlassen. Wie können wir das machen? Wir könnten die ausgetrocknete Oase aufräumen. Eine Wasserrutsche bauen oder ein Einkaufszentrum eröffnen, genau. Die direkt vor dem Dschungel liegt? Das ist eine tolle Idee. Und genau das, was mein Vater meinte. Warum sehen wir uns diese Oase nicht gleich an und überlegen, wie wir sie aufräumen können? Danke. Ich wollte erstmal die Sterne nochmal angucken, weil die sehen wirklich wunderschön jetzt aus. Okay, Simba, warte, ich komme. Der hinterlässt eine goldene Spur? Wenn er am Laufen ist, okay. Simba? Warte doch auf mich, ich bin nicht so schnell. Ich kann leider nicht sprinten mit dieser blöden Figur hier. Und ich möchte nochmal erwähnen, ich hätte gerne eine Sprint-Taste, mit der ich schneller laufen kann in Disney Dreamlight Valley. So. Hey, hallo. Sieh dir das mal an. Ich glaube, da war mal ein Wasserloch für die Tiere des Dschungels. Aber es scheint schon eine ganze Weile ausgetrocknet zu sein. Ich glaube, es braucht... Pflanzen? Wäre ja nicht ganz so logisch, oder? Etwas, das hübsch anzusehen ist, also Wasser. Ja, wenn es hier mal Wasser gab, dann müsste es doch eine Möglichkeit geben, es zurückzuholen. Ich kümmere mich darum. Und vielleicht könntest du uns Pflanzen besorgen. Wenn es hier Pflanzen gäbe, würden viele kleine Tiere zurückkehren. Dann würden auch die größeren Tiere zurückkehren. Das ist der ewige Kreis des Lebens. Was für Pflanzen soll ich holen? Wo finde ich sie? Wie wär's mit den Dschungelfahnen in der Nähe des Flusses? Rafiki sagt, dass Pflanzen aus Samen entstehen. Vielleicht könntest du uns ein paar Samen besorgen. Oh, und in der Nähe eines Wasserfalls gibt es auch noch eine Pflanze, bei der du vielleicht welche finden kannst. Bei der Lichtung, bei der du mich gefunden hast, stehen Bäume. Die haben vielleicht Samen. Aber es könnte sein, dass du graben musst, um sie zu finden. Glaubst du, dass du das mit deinen Pfoten kannst? Warum mit Pfoten graben, wenn man eine herrschaftliche Schaufel hat? Damit dürfte es klappen. Bis bald. Ja, jetzt hast du mir so viel gesagt, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Also im vorderen Teil, da soll auf jeden Fall was sein, hat er gesagt. Wasserfall, Pflanzensamen, Lichtung. Das ist doch die Lichtung, oder ist oben? Ne, oben ist der Dschungel, oder? Frage ist jetzt nur... Ach so, die leuchten. Das macht es natürlich einfacher. Wobei, die müssen wir jetzt wohl ausgraben, so wie es aussieht. Okay. So, da haben wir schon mal eine.
Aber es bringt uns nicht wirklich weit. Ich dachte, die sollen jetzt alle hier in dem Bereich sein. Oder vertue ich mich da jetzt? Moment, hier ist noch was. Das war das Ding, wo ich immer dran hängen geblieben bin, glaube ich. So eine haben wir hier aber sonst nicht nochmal. Ich habe das Gefühl, dass man... Die können wir auch mal direkt mitnehmen. Steine sind immer gut. Ich habe das Gefühl, dass man nämlich näher dran sein muss, damit er das überhaupt anzeigt, dass das so leuchtet. Aber hier oben sehe ich sonst nichts mehr. Hier vielleicht noch. Auch nicht. Gut, dann gucken wir jetzt erstmal noch hier. Ach, das ist jetzt wieder was anderes. Lichtung, Pflanzensamen. Dschungelfarnsamen. Müssen wir die alle? Ja, wir müssen die anscheinend alle ausgraben. Ach so. Nee. Moment. Jetzt bin ich mal wieder maximal verwirrt hier. Ich muss einfach graben, um die Sachen zu bekommen. Oder muss ich an einer speziellen... Nee, jetzt ist das aber hinter mir nicht mal am Leuchten. Also muss ich doch an einer speziellen Stelle graben, oder nicht? Da ist noch was. So, jetzt haben wir Dschungel 2. Hier ist noch was. Wir haben jetzt aber die Lichtungssamen und stehen im Dschungel, wenn ich das richtig sehe. Egal, wir nehmen jetzt einfach alles mit. Also eins haben wir schon mal abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Das nehmen wir auch mal direkt mit hier. Holz können wir immer gebrauchen. So. Nein. Ich wollte das Holz mitnehmen. Weil wenn wir schon mal die Möglichkeit haben... Was ist denn das überhaupt von Holz hier? Holz, Holz, Holz. Bin ich doof? Da. Weichholz sogar. Oh, das ist natürlich sehr geil. Weichholz können wir immer gebrauchen. Das heißt, die nehmen wir dann auch nochmal eben mit hier. Aber... Halt, stopp. Das auch noch. Aber wir haben jetzt hier nichts mehr, was leuchtet. Das heißt, die Frage ist jetzt, würde es auch reichen, wenn wir ganz normal buddeln? Also normalerweise würde ich sagen, wir brauchen auf jeden Fall was, was leuchtet. Ich buddel jetzt einfach mal. Nee, das hilft auf jeden Fall nicht. Da ist auch nichts. Schauen wir mal alle Ecken hier genau ab. Ah, da ist noch was, das leicht zu übersehen ist. Och. Ja, hast nicht gut getroffen, aber immerhin... Ah, hier unten ist auch noch was. Wenn es denn angenommen wird. So. Guck ich erstmal vorher hier in der Ecke. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man die Schaufel schon in der Hand hat, dann leuchtet irgendwie alles auf. So. Da ist das. Oh, das ist aber auch mit der Perspektive immer so schrecklich, ne? Das zieht so nah ran, dass man danach überhaupt nichts mehr sieht. Okay, hier können wir auf jeden Fall nichts mehr machen. Da war ich ja gerade. Oder? Habe ich da hinten auch nochmal geguckt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das hatte ich ja auch schon probiert. Dann gehe ich nochmal... Hier oben war aber eigentlich recht viel, ne? Und so wie ich das verstanden habe, kann es auch nur irgendwo hier sein. Also es kann nicht... Boah, diese Perspektive. Es kann nicht in einem anderen Bereich vom Dschungel sein. Oh, Moment, hier war doch gerade noch was. Sehr schön. Das nehmen wir natürlich mit. Und schauen auch direkt mal eben, was das ist. Ein Nachtlicht für Löwenjunges. Oh, wie süß.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Oh, das ist cool. Das ist richtig cool. Okay. Oh, da kam gerade, glaube ich, ein Motorradfahrerchen durch. So wie sich das anhörte. Aber mit einer richtig kräftigen Maschine. Ja, schade. Jetzt finde ich hier nichts mehr. Mir fehlt jetzt noch ein einziges Teil. Wollt ihr mich denn hier veräppeln? Das Blöde ist, es leuchtet halt überall, ne? Ist hier was? Nee, das ist meine Schaufel. Okay. Ich hoffe jetzt nicht, dass das verbuggt ist oder so, ne? Das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit. Nein, hier! Oh! Oh, gerade noch die Möglichkeit... Also darüber nachgedacht, ob das vielleicht sein könnte. Oh, und dann endlich gefunden. Ey, kein Thema. Ich habe nur 10 Minuten gebraucht, um die Stellen zu finden. Ja, aber das war jetzt auch wirklich sehr, sehr ja, gut versteckt, sage ich mal. Hat scheinbar ein bisschen mit dem... Hallo? Gehst du weiter? Hat scheinbar ein bisschen mit dem Thema Ostereiersuche zu tun. Nur, dass wir hier keine Eier gesucht haben. So, bitteschön, Simba. Hey, schön, dich zu sehen. Du hast Samen gefunden. Das ist großartig. Jetzt müssen wir sie nur noch in der Oase einpflanzen. Okay, wenn ich sie mit meiner Gießkanne gieße, werden sie im Handumdrehen wachsen. Um die Bewässerung brauchen wir uns noch keine Sorgen zu machen. Wenn die Pflanzen überleben sollen, müssen wir das gesamte Wasser in die Oase zurückholen. Ich glaube, ich weiß, wie ich das schaffen kann. Warum pflanzt du nicht die Samen und kommst dann zu mir? Okay. Ich bin beeindruckt. Ja. Hier sind überall... Ja, ja, da ist ja egal, was wo drin, oder? Ich würde sagen, da machen wir jetzt so ein bisschen davon vielleicht. So. Und da auch den. Und das ist ein bisschen näher, da würde ich dann den machen. Und jetzt finde ich die anderen Stellen nicht mehr. ja. Ohne Scheiß jetzt. Hier gibt es auch keine anderen Stellen mehr. Oder muss ich noch welche machen? Das kann natürlich auch sein. Nur ich will jetzt keine machen, um dann am Ende festzustellen, dass ich vorgefertigte Stellen hätte nehmen müssen. Aber ich vermute, dass ich wirklich selber welche machen muss. Ich hoffe. Kann ich denn wenigstens hier was machen? So. Dann nehmen wir da den. So. Und dann da einmal was davon. Muss mal ein bisschen bunter sein hier. So, dann hier. Nehmen wir das. Und hier. Das ist eigentlich egal, weil wir brauchen jetzt nur noch eine Stelle und die machen wir jetzt hier hin. So. Nee, das war das Wasser. Ich dachte gerade schon, habe ich... Nee, zwei Stellen, das sind noch zwei, die fehlen. Dann machen wir noch hier eine hin. So, nein, da hin. So. So. Okay, das hat er auf jeden Fall so angenommen. Das reicht. So, sehen wir. Ich würde gerne ein E haben. Hallo? Hey, hallo. Es sieht so aus, als hättest du alle Samen gepflanzt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich herausgefunden habe, wie ich das Wasser zurückholen kann. Früher floss hier ein Fluss entlang. Er speiste die Oase und versorgte die Pflanzen mit Wasser. Aber der Fluss scheint von einer Schlammlawine blockiert worden zu sein. Ich habe versucht, ihn mit meinen Pfoten wieder freizulegen, aber ein riesiger Felsblocken blockiert das Wasser. Vielleicht könnte ich den Fluss mit meiner Spitzhacke wieder freilegen. Meinst du wirklich, du könntest den Felsbrocken zerkleinern? Das wäre großartig. Bis bald. Klar. Frage ist, meinen die den hier? Wahrscheinlich, ne? Nein. So. Okay, sie meinen nicht den hier. es wäre schön zu wissen, welchen Felsbrocken du eigentlich meinst, Simba. Weil da soll ich ja zulassen. Aber da ist ja, aber das ist doch der einzige Felsen hier. Ist dahinter Wasser? Ich sehe das hier nicht. Ich kann ja wieder nichts sehen. Nee, dahinter ist aber trocken.
Oder muss ich das beim Wasserfall machen? Lege mit deiner Spitzhacke die Wasserquelle frei. Aber hier kommt Wasser durch. Ich laufe garantiert jetzt komplett in die falsche Richtung und habe irgendwas total Einfaches total übersehen. Aber ich gucke hier oben trotzdem noch mal kurz, ob ich da jetzt irgendwas sehen kann. Weil hier war ja auch Wasser. Das geht halt hier runter. Aber da komme ich so nicht hin. Es muss doch irgendwas unten sein. Ich sehe mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das bin typisch ich. Also das gebe ich auch zu und ja, macht mich jetzt auch nicht traurig. Das nervt mich halt dann nur, wenn man das dann nicht sieht. Lege mit deiner Spitzhacke die Wasserquelle frei. Aber ich kann die Spitzhacke ja nur benutzen. Oder meinen die hier die Mitte? Nee, ne? Nee, oder? Och, ihr könnt mich doch mal. Ich wusste, es ist was Einfaches. Oh. Ich wusste es. Ah. Hey, hallo. Wow, das sieht schon besser aus. Das ist erst der Anfang. Wenn die Tiere zurückkommen, wird es noch viel besser aussehen. Das wird dem gesamten Dschungel helfen. Dein Vater wäre stolz auf dich. Ja, beides, ne? Das wird dem gesamten Dschungel helfen und sein Vater wäre stolz auf dich. Lass uns von hier verschwinden, bevor ein Nashorn aufkreuzt. Genau. Nein, dein Vater wäre stolz auf dich. Das hoffe ich. Danke, Gameplayerin. Ich kann spüren, wie mein Vater auf uns herabblickt. Vielleicht werde ich eines Tages ein König, der seiner würdig ist. Ich kannte ihn nicht, aber ich glaube, du hast recht. Hey, jetzt, wo wir dem Königreich geholfen haben, könntest du mich begleiten und Nala treffen. Sie wartet in meinem Königreich auf dich, im Dreamlight Valley. Wir brauchen deine brüllende Persönlichkeit, genau. Es ist ein prima Ort für Hakuna Matata. Ich könnte jemanden gebrauchen, dem mir beibringt, wie man eine gute Herrscherin wird. Ja, genau. Dir beibringen, eine gute Herrscherin zu sein? Ich lerne ja selbst gerade erst. Aber vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Wir haben auch schon ein Plätzchen für dich im Dorf. Nala wartet dort auf dich. Das würde ich gerne sehen. Ich folge dir. Ich bin beeindruckt. Ja, ich auch. Wir haben es geschafft, Simba. Ich wollte schon Nala sagen. Heiße Simba, willkommen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Doch, ich weiß, wo ich bin. Lass mich doch bewegen. Hallo. Da ist er. Da ist er. Moment, wir müssen das und das und nee, dann kann ich das nicht mehr mit dem hier machen. Das sieht aus, das Bild. Moment, so? So? Nein? Guck mal, ein bisschen freundlicher. So wie der Löwe. Naja, nicht ganz. Irgendwie gucken wir jetzt beide ein bisschen komisch. Egal. Was soll's, wir lassen das jetzt so. Ja, dann schließen wir das noch schnell ab. Dieser Ort ist wirklich so, wie du ihn beschrieben hast. Alles hier ist dein Königreich. Ach, das ist so ein schönes Bild irgendwie. Alles, was das Licht berührt. Naja, gut, die Schattenseiten auch. Es ist nicht nur mein Reich. Wir haben alle Anteil daran. Das ist eine gute Sichtweise, die ein Herrscher haben sollte. Ich denke, wir werden eine Menge voneinander lernen. Ich suche Nala. Ich kann es kaum erwarten, dass wir diesen Ort gemeinsam erkunden. Simba, warte! Es gibt noch eine Sache, vor der ich dich warnen muss. Nimm dich in Acht vor Scar. Scar? Er ist hier? Aber wie? Das ist doch nicht möglich. Nach allem, was er meiner Familie angetan hat. Ich werde Scar in Schach halten, mach dir keine Sorgen. Vielleicht kannst du mir helfen, ihn in Schach zu halten. Es wird alles gut. Genau, es wird alles gut. Hakuna Matata, richtig?
Dreamlight Valley ist irgendwie lustig. Ich glaube, Scar ist nicht ganz so, wie du dich an ihn erinnerst. Das ist gut, aber trotzdem. Ich denke, ich werde mich von ihm fernhalten. Es gibt einfach eine Menge schlechter Erinnerungen. Danke, dass du mich gewarnt hast, Gameplayerin. Ich suche Nala. Ja, er sucht Nala und rennt hier voll in mich rein. Hallo? Ja, das war dann erstmal unsere heutige Quest mit Simba, dem König der Löwen. Ich freue mich total drauf, dass jetzt beide bei mir im Dorf sind. Ich werde dann wie immer gucken, dass ich die beiden offline noch ein bisschen level. Nala hatte ich schon gelevelt. Da können wir auch direkt mal umschalten. Ne, wir können ja nicht umschalten. Weil das muss ich ja bei ihr noch annehmen, genau. Also bei ihr kann ich noch eine Quest annehmen. Bei ihm muss ich mal gucken, dass ich ihn dann noch ein bisschen level. Und wir haben ja unterwegs noch irgendwas gefunden, was mit Remi zu tun hatte. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Vielleicht ist das auch nur eine kleine Quest. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt auch eine Riesenquest daraus. Ich weiß es nicht, aber ehrlich gesagt, ich würde erstmal gerne die Sachen mit König der Löwen machen. Es sei denn natürlich, dass wir irgendwo Leerlauf haben und ich noch ein bisschen brauche, um die zu leveln. Weil, ja, das ist einfach was mich jetzt im Moment am meisten interessiert und wo ich mich echt drüber freue. Das ist ein toller Tag, um draußen zu spielen. Was? Ich wollte gerade sagen, das hat sich jetzt so nach Woody angehört. Aber er hat irgendwie, wenn man nicht weiß, wer es ist im ersten Moment, hat er irgendwie eine sehr furchteinflößende Stimme, finde ich. Der spricht darüber, es ist ein toller Tag, so. Das ist ein bisschen beängstigend. Ja, stimmt, Wolli haben wir auch noch. Wolli möchte auch... Prinz Erik, halt doch mal bitte die Klappe. Wolli möchte auch noch seine Quest mit uns teilen. Den habe ich natürlich komplett vergessen. Also wir haben seit dem Update wieder jede Menge zu tun. Ich halte mich ran, ich level die beiden noch. Also Simba und Nala level ich noch. Und dann ja, sehen wir uns in der nächsten Folge mit der nächsten Quest wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.